In den meisten Hollywood-Serien, in den meisten Hollywood-Filmen erleben wir eine düstere Welt, eine Welt, die untergeht, ob Überbevölkerung, ob Computern, die plötzlich das Leben übernehmen und was man sich da nicht alles noch ausdenken kann. Zukunft macht Angst. Das ist halt der Zukunftsschock, den wir jetzt ganz klar sehen, überall, politisch und auch andersweitig, weil wir in den letzten 30 Jahren mehr Veränderungen gesehen haben als in den 300 Jahren vorher. Und wenn man ein bisschen in die Zukunft schaut, dann sagt man, die nächsten 30 Jahre werden wahrscheinlich nochmal exponentiell anders. Und da, ich glaube, dass viele Leute einfach dazu machen und sagen, okay, das kann eigentlich nicht gut enden, weil die Storys, die man hört, sind zum Großteil negative Storys. Und das müssen wir unbedingt angehen, indem wir positive Storys entwickeln. Das wäre ja sowas wie ein soziales Fortschrittsversprechen, was früher die Aufgabe der Sozialdemokratie war. Das gibt es aber eigentlich nicht mehr. Ich kenne keine Partei, die mir da eine klare Erzählung bietet, außer vielleicht die radikalen Parteien. Parteien wie die AfD, wie die SVP, wie die FPÖ, die versprechen, wir verhindern Zukunft. Aber das ist ja genau die falsche Antwort. Das Verhindern der Zukunft ist natürlich populär, wenn man darüber nachdenkt, dass viele Leute Angst haben, passt das gut rein. Ne? Aber die Tatsache ist, dass die Gegenwart ist besser, als wir denken. Also wenn man sieht zum Beispiel, wie Armut besiegt worden ist, wie weniger Krankheiten wir haben, wie das Geld teilweise auch besser verteilt ist, wo neue Energien entstehen. Und die nächste Periode der Zukunft, ja, mit 3D-Drucken, mit künstlicher Intelligenz, mit Maschinen, die mitdenken können, mit dem Shift zur Solarenergie und so weiter, auch durchaus positiv aussieht. Ja? Dann ist diese verzerrte Story von, das wird alles schlecht, weil es war auch schon immer schlechter, ja, vollkommen daneben eigentlich in der Richtung, in der sie zeigt. Wir müssen also diese Story wieder neu entdecken, die nach vorne bringen und auch selber besitzen. Ja, und nicht Silicon Valley überlassen, nicht China überlassen, nicht den Tech-Firmen überlassen, ja, oder den Radikalen, die sagen, wir wollen gar keine Zukunft, außer die wir kontrollieren können. Das ist ein wichtiger Punkt. Das bedeutet aber, dass Politik sich auf Zukunft in einer ganz anderen Form einlassen muss. Wir brauchen jetzt Vision. Ohne Vision macht die Zukunft Angst. Und mit Angst kann die Gesellschaft nicht funktionieren.